Hey, wir sind Tessa und Denise von Finance Baby und wir dürfen heute Melchior von Contest all die Fragen unserer Community stellen. Hi, mein Name ist Melchior von der Contest Steuerberatung und dieses Video ist wieder ein Video, was gemeinsam mit Finance Baby entstanden ist. Den Link zur Webseite und zum Instagram-Kanal findest du unten in der Videobeschreibung. Und ihr habt uns wieder einige Fragen geschickt, die ich in diesem Video gerne beantworten würde. Sind auch Massagen oder eine Yoga-Ausbildung absetzbar, obwohl sie nicht verschrieben sind? Sehr gute Frage. Also grundsätzlich kannst du Massagen oder auch Krankengymnastik nur dann steuerlich absetzen als außergewöhnliche Belastung, wenn sie vom Arzt verschrieben worden sind. Wenn es dir nicht verschrieben worden ist, dann kannst du es leider auch nicht steuerlich absetzen. Das gleiche gilt übrigens auch für Saunagänge oder Yoga oder Fitnessstudio oder Schwimmen. Das kannst du grundsätzlich steuerlich leider nicht absetzen. Ein bisschen anders verhält es sich mit dem ganzen Thema Yoga-Ausbildung. Weil eine Ausbildung ist ja dafür da, dass du später auch unterrichten kannst. Das heißt, wenn du planst, beispielsweise als Yogalehrerin dich selbstständig zu machen, dann kannst du auch heute schon die Kosten für deine Ausbildung steuerlich geltend machen, als vorweggenommene Betriebsausgaben. Wenn du das Ganze aber mehr aus Hobby machst, das heißt, in deiner Freizeit machst du einfach die Yoga-Ausbildung, weil du da irgendwie systematisch das alles beigebracht bekommst und gar nicht vorhast, damit Einnahmen zu erzielen, dann ist es das, was es ist, und zwar eher ein Hobby, was du steuerlich auch leider nicht geltend machen kannst. Ist Riester wirklich so einfach absetzbar? Naja, ob es einfach für dich ist oder nicht, das ist so eine subjektive Entscheidung. Du musst die Beiträge, die du für deinen Riester-Vertrag gezahlt hast, in der Anlage AV eintragen. AV steht für Altersvorsorge. Das ist relativ wichtig. Das heißt, es geht nicht um die Anlage für die Sonderausgaben, sondern die Anlage AV. Da trägst du einfach das ein, was du gezahlt hast. Den Zulagenanspruch, den musst du gar nicht selber berechnen. Das macht nämlich immer das Finanzamt. Und das ist auch vollkommen unabhängig, ob du es jetzt beantragt hast oder nicht. Das macht das Finanzamt immer quasi von Amts wegen berechnet den Zulagenanspruch. Von daher liegt die meiste Arbeit eigentlich beim Finanzamt und du trägst nur das ein, was du gezahlt hast. Deswegen würde ich sagen, ja, es ist ziemlich einfach. Was ist eigentlich eine Umsatzsteuervoranmeldung und wer muss die übernehmen? Grundsätzlich muss jeder Selbstständige, der Umsatzsteuer ausweist, auch eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das heißt, du musst keine Umsatzsteuervoranmeldung machen, wenn du entweder ausschließlich steuerfreie Umsätze hast oder beispielsweise Kleinunternehmerin bist, weil als Kleinunternehmer ist man von der Pflicht, der Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben, befreit. In der Umsatzsteuervoranmeldung rechnest du quasi die ganze Umsatzsteuer zusammen, die du bekommen hast und ziehst davon ab die Umsatzsteuer, die du an deine Lieferanten und Dienstleister und Einkäufe gezahlt hast. Diese Berechnung findet im Rahmen der laufenden Buchhaltung statt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wann du sie abgeben musst. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, es monatlich zu machen, einmal quartalsweise oder jährlich. Wann du das genau machen musst und für welchen Zeitraum, das richtet sich danach, wie viel Umsatzsteuer du im letzten Jahr zahlen musstest. Das ist ein bisschen komplex, deswegen sprengt das den Rahmen von diesem Video. Ich habe dazu aber ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Also schau dir das ganz gerne einmal an. Inwiefern muss eigentlich die private und die geschäftliche Steuererklärung getrennt werden? Insbesondere, wenn ich Kleinunternehmerin bin. Um diese Frage zu beantworten, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar möchte ich erst beantworten, welche Steuererklärung du überhaupt abgeben musst als Selbstständige. Und zwar ist das einmal die Einkommensteuererklärung, dann ist es die Umsatzsteuererklärung und eventuell die Gewerbesteuererklärung. Ob du eine Gewerbesteuererklärung abgeben musst oder nicht, ist davon abhängig, ob du als Freiberufler angemeldet bist oder als Gewerbetreibende. Schau dir zu dem Thema mal das Video oben rechts an, was ich dir da verlinkt habe. Da bin ich auf die Unterschiede eingegangen. Wenn du dir da also unsicher bist, schau dir das Video als erstes einmal an. Freiberufler müssen keine Gewerbesteuererklärung abgeben und Gewerbetreibende müssen quasi immer eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Schauen wir uns diese Steuerarten mal genauer an. Die Einkommensteuererklärung ist quasi die Hauptsteuererklärung. Das ist auch so das, was man umgangssprachlich als die Steuererklärung kennt. Das ist die Steuererklärung, die auch jeder, auch Angestellte machen müssen. In dieser Steuererklärung rechnet man alle seine Einkünfte zusammen. Das heißt, wenn du angestellt bist und selbstständig bist und Kapitalvermögen besitzt, wodurch du Einnahmen hast, aber auch Vermietungseinnahmen, all diese Einnahmen, die rechnest du in dieser Einkommensteuererklärung zusammen und hast dann quasi einen Gesamtbetrag der Einkünfte und darauf zahlst du dann deine Einkommensteuer. Das heißt, da musst du zwangsläufig natürlich alles in einer Steuererklärung vereinen und musst natürlich auch deine selbstständige und Angestellten-Tätigkeit zu einem Zeitpunkt in einer Steuererklärung dem Finanzamt mitteilen. Dann gibt es
ist die zweite Steuerart, die zweite Steuererklärung, das ist die Umsatzsteuererklärung. Die musst du übrigens auch machen, wenn du Kleinunternehmerin bist. Da gibt es häufig Verwirrung und viele Kleinunternehmer vergessen, das die Umsatzsteuererklärung abzugeben. Und auch du fragst dich vielleicht, warum du das machen solltest, weil du ja sowieso keine Umsatzsteuer zahlst. Das ist relativ logisch, wenn man mal drüber nachdenkt, weil die Kleinunternehmerregelung ist ja gekoppelt an bestimmte Umsatzgrenzen. Das Finanzamt weiß ja aber gar nicht, wie viel Umsatz du machst, wenn du es ihnen nie mitteilst. Und diese Mitteilung an das Finanzamt passiert immer im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung. Das ist relativ wichtig, dass du das als Kleinunternehmerin auch machst, sonst weiß das Finanzamt nie, ob du Kleinunternehmerin bist oder vielleicht auch nicht mehr. Deswegen ganz wichtig, als Kleinunternehmer bitte nicht vergessen, auch die Umsatzsteuererklärung zu machen. Das bedeutet übrigens nicht, dass du Umsatzsteuer zahlen musst. Die Verpflichtung, eine Steuererklärung abgeben zu müssen und die Verpflichtung, Steuern zu zahlen, sind zwei Paar Schuhe und haben nicht direkt zumindest miteinander zu tun. Und dann gibt es als dritten Part natürlich noch die Gewerbesteuererklärung. Wie ich erwähnt habe, das müssen nur die Gewerbetreibenden machen. Die Freiberufler sind davon befreit und die müssen halt nur die anderen beiden Steuerarten abgeben. An dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis. Selbst wenn du weißt, dass du eventuell gar keine Steuern zahlst, weil deine Einnahmen noch gar nicht so hoch sind, musst du trotzdem die Erklärung abgeben. Das heißt, obwohl du weißt, dass du vielleicht gar keine Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer zahlen musst, weil du immer noch unter den Freigrenzen und Freibeträgen bist, musst du diese Erklärungen trotzdem alle abgeben. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, wann musst du das eigentlich machen? Alle diese Steuerarten haben eine gemeinsame Deadline und das ist in der Regel der 31.07. des Folgejahres. Wenn du einen Steuerberater hast, dann hast du ein bisschen länger Zeit, aber du musst diese Steuererklärung alle an das Finanzamt abgeben. Allerdings musst du sie nicht alle zu einem Zeitpunkt abgeben. Es ist durchaus möglich, dass du zum Beispiel erst deine Buchhaltung abschließt, dann die Umsatzsteuererklärung abgibst, die Gewerbesteuererklärung abgibst und erst ein paar Wochen später deine Einkommensteuererklärung abgibst. Das heißt, du musst das nicht zwingend an einem Zeitpunkt machen und kannst das nach und nach ohne Probleme abarbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video so ein paar Fragen beantworten. Wenn du noch eine Rückfrage hast oder eine ganz andere Frage hast, dann schreib uns doch einen Kommentar, gerne unter diesem Video. Wenn du jetzt allerdings denkst, ich würde ja gar nicht gern so viele Fragen stellen und will das alles sowieso auch gar nicht selber machen, sondern würde gern lieber alles einmal abgeben an den Steuerberater, der sich dann um alles kümmert, dann muss ich sagen, was für ein Glück. Unten in der Videobeschreibung den ersten Link, da findest du alle Informationen zu unserem Angebot. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und kennen uns besonders gut mit Selbstständigen, die digital arbeiten, aus. Buch dir doch sonst gerne unter dem ersten Link einmal ein kostenloses Informationsgespräch, wo wir uns kennenlernen können, um gemeinsam herauszufinden, ob wir dir vielleicht weiterhelfen können. Wir veröffentlichen auf diesem Kanal aber auch regelmäßig neue Videos und wenn du generell Interesse an Themen rund um Steuern und Buchhaltung für Selbstständige hast, dann abonniere doch unseren Kanal. Das kannst du hier tun oder schau dir direkt eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.